Sprachen bitte. Ja, der ist am Telefon. Guten Morgen. Grüße Sie, ich melde mich hier von der Firma Bösche direkt. Und zwar hatten Sie ja beim Gewinnspiel online teilgenommen gehabt. Da haben Sie Treffer gelandet, haben den Rentenjoker erzielt für einen Monat. Wie Wie bitte? Herr Vordert, Sie gehören zu mich? Jetzt kann ich Sie besser hören. Eben ist das sehr leise Ich gewesen. Okay, nochmal. Sie haben am Samstag ja beim Preisausschreiben teilgenommen gehabt. Gewinnspiel war das. Ja. Da haben Sie einen Treffer gelandet und Sie Oh. haben jetzt einen Monat kostenlosen Rentenjoker. Das heißt, Sie sind bei einer Rentenauslosung dabei für die 10 Jahres-Sofortrente von 5.000 Euro. Und den können Sie jetzt selber anfordern. Wenn Sie eben was zum Schreiben haben, gebe ich eine Webadresse Ihnen durch. Oh, das sind ja die besten Neuigkeiten des ganzen Jahres. Ja, also Na, immerhin, ne, Herr Vorderziegel. naja, man muss ja sagen, das Jahr ist ja ziemlich bescheiden gelaufen. Das Ja, ist nicht ja. sonderlich schwer, aber wann gibt's schon Ja, ist noch echt mal so. gute Nachrichten, nicht Ja, das wahr? ist was Gutes. Jetzt bei der Süddeutschen Klassenlotterie direkt bei uns, Bösche, München, melde ich mich, Herr Vorderziegel. Ja, ich Wie wohne ja gesagt, auch in Süddeutschland, nicht wahr? Also, Baden-Baden steht hier bei mir, ne? Bei ja, Ihnen. genau, das ist ja tiefster Genau. Süden. Wenn der Norden da jetzt anrufen würde, den Fischköpfen, den kann man ja nicht vertrauen. Hä? Die Eben. klauen einem ja das Essen aus dem Mund. Oh Gottes Willen. Nee, das darf ja nicht sein. Sie muss ja meine Eben. Zwiebelsuppe will ich behalten. Wo wir gerade davon sprechen, ich muss mal kurz das Essen vom Herd nehmen, nicht wahr? Okay, machen Sie mit der Bin Ruhe, Herr gleich wieder Vorderziegel. da. Ja, alles gut mit der Ruhe. Margret, ich hab Geld gewonnen. Nimmst Oh du mal das nein. Essen vom Herd runter? Nicht Geld. Hallo? Herr Vorderziegel, ich glaube, Sie haben ein bisschen missverstanden. Sie haben erstmal die Verlosung gewonnen. Geldgewinne kommt erst dann, wenn Sie gewonnen haben. Sie sind jetzt erstmal bei der Verlosung dabei, kostenlos. Jetzt habe ich meiner Frau schon Bescheid Ja, gegeben. deswegen habe ich jetzt hinterher gedacht, Sie haben mich für missverstanden. Sie haben jetzt Ja, einen Joker und Moment diesen mal. Joker. Oh, der muss dir nur kurz Bescheid geben. Nicht, dass die sich Sorgen macht, Hoffnungen Nee. macht. Weil Sorgen haben Aber wir ja wer weiß, genug. Herr Vorderziege, wer weiß, vielleicht werden Sie doch einen tollen Gewinn erzielen, weil diesen Joker bezahlen normalerweise die Kunden, aber den haben Sie jetzt gratis. Und da wollte ich die Webadresse geben, wenn Sie einen Stift und Papier haben. Ja, das muss ich gleich. Ich nehme Sie mal mit in mein Büro, nicht wahr? Ja. Also ehemals Büro. Ist jetzt eher so Abstellraum für alle möglichen Kuriositäten. Okay. Ich habe zum Beispiel, ich bin Berufsjäger gewesen. Okay. Also ich habe diverse, wenn Sie sowas vielleicht, ich bin gerade so ein bisschen an Ausmisten, weil wir brauchen Platz für die Vorratsregale. Weil wir haben jetzt immer das Problem gehabt, wenn wir einkaufen wollten, dass nichts mehr zu essen da war. Und jetzt haben Oh. wir gesagt, wir müssen da, sag ich mal, den Platz schaffen, dass wir da, sag ich mal, im Prinzip Lagerhaltung betreiben können. Und prinzipiell abzugeben wäre, ich habe noch drei ausgestopfte Königspinguine. Die kann man per Aha. Sperrgut versenden. Da Aha, würde ich mich, okay. sag ich mal, von trennen, wenn Sie da Interesse hätten. Ich habe da nicht so viel, um ehrlich zu sein, Herr Vorderziege. Nehmen Sie das nicht böse an. Natürlich nicht, das hätte ja sein können, weil viele Menschen, Ja. die mögen Pinguine ja gerne Ja, haben. eben. Da auch das Gespräch mit dem Zoo versucht zu führen, die sind aber Okay. gar nicht glücklich gewesen, weil, was sollen wir mit ausgestopften Tieren? Ich sage ja, dann können die Ja. Kinder auch mal einen Pinguin streicheln. Ich habe das Gefühl, die wollten mich mit der Mistgabel jagen. Ja, um Gottes Willen, okay. Also wie gesagt, ich habe es leider nicht hervorziehe. Vielleicht finden Sie da ja jemanden, ne? Ich hätte auch, also Königspinguin, die sind ja 2,5 Meter groß. Oh. Da hat ja nicht jeder, darum heißen die ja Königspinguin. Ich hätte im Prinzip auch diverse Meerschweinchen, wenn sie, sag ich mal, ein bisschen platzsparendere Dekoration bevorzugen. Da sollte Okay. man nur gucken, dass man Glatthaar-Meerschweinchen nimmt, Ja, weil man muss das okay. ja auch abstauben können. Und wenn sie Angora Richtig. nehmen, das bleibt ja alles im Fell hängen. Und dann, da Eben. ist das sehr intensiv arbeitsaufwendig, dann könnte man sich auch gleich ein lebendes holen. Richtig, da Nur, haben Sie recht. dass Sie da Bescheid wissen, wenn Sie mal in die Verlegenheit kommen, dass Sie Okay, da keine weiß ich Bescheid. falsche Wahl treffen. Nicht, dass die Okay. Kollegen da versuchen, weil da sind so ein paar Schlingel dabei, die versuchen dann gerne mal, sag ich mal,
minderwertige ausgestopfte Meerschweinchen zu verkaufen. Und da habe ich halt ein großes Problem damit, weil das ja den ganzen Berufsstand im Prinzip in den Ruin ziehen könnte. Doch, das kann ich nachvollziehen, habe ich verstanden. Wie gesagt, Herr Vorderziege, wenn Sie dann eben schreibbereit sind, gebe ich Ihnen schnell die Webadresse durch. Wenn ich was Schneider? Schreibbereit, nein, dass Sie schreibbereit sind. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn Sie einen Stift und Papier haben. Sagen Sie das doch gleich. Ja, schreibbereit meinte ich, dass Sie dann loslegen können. Also Schneidern wäre eher so die Aufgabe von meiner Frau. Aber die ist jetzt gerade, die hat jetzt gerade das Essen übernommen. Da müssen wir dann nachher drüber sprechen. Okay. Herr Vorderziege, dann gebe ich Ihnen das durch. Dann schreiben Sie bitte auf. Ja. www. Ja. Punkt 02. Also zwei Punkte. Nein, ein Punkt, dann 02. Also jetzt die Zahlen oder ausgeschrieben? Oder machen wir, Herr Vorderziege, machen wir das doch einfacher. Ich schicke Ihnen das direkt schriftlich zu, dann haben Sie es auch einfacher. Ich erkläre Ihnen dann erstmal, worum es auch geht. Ja? Ja, und was kommt jetzt hinter dem Punkt? Nein, Herr Vorderziege, ich schicke Ihnen das direkt schriftlich zu. Ich erkläre Ihnen erstmal, worum es geht, okay? Ja, soll ich Ihnen dann meine E-Postadresse geben? Nein, nein, ich habe das hier schon. Ich erkläre Ihnen erstmal, worum es geht, ja? Ja, ja, natürlich. Okay, also wir, Herr Vorderziege, spielen jetzt für Sie von Dezember bis Mai, also nur 6 spannende Monate, ja. 1,2 Milliarden Euro auf limitierte 3 Millionen Lose. Und Sie merken selber, es ist ja deutlich, viel mehr Geld vorhanden ist als die Lose, weil dadurch haben Sie dann höhere Gewinnchancen. Ihr Los, der wird hier nicht einmal, Ihre Lose werden täglich für ganze Millionen ausgespielt. Und am Wochenende sind es dann über 300.000 Ziehungen, damit wir eine gerechtere Gewinnverteilung haben, dass jeder Teilnehmer wie Sie gewinnt, auch wenn es für Sie persönlich nur ein, zweimal paar 1.000 Euro sind, möchte die SKL mit ihren Losen dann werben, ja? Und da diese Lose, Herr Vorderziege, für sich streng limitiert sind, die 6 Monate, habe ich dann 2 verschiedene Lospakete reserviert, in dem Sie einen aussuchen dürfen und kriegen es in 14 Tagen schriftlich. 14 Tage? Haben Sie nicht gesagt, das wäre für einen Monat? Nein, in 14 Tagen bekommen Sie das schriftlich, habe ich gesagt, Herr Vorderziege. In circa 14 Tagen bekommen Sie das schriftlich mit. Ach so. Ja, warum, genau. Warum dauert das denn so lange bei Ihnen? Ja, das ist die Post, ist immer so halt. Die Post. Ich sag Ihnen, ich hatte neulich so ein, da haben wir hier vom Markt, nicht wahr, das ist ja die, so Wochenmarkt. Mhm. Und er hatte so ein Käserad, aber das kann ich ja nicht tragen. Dann habe ich gesagt, er soll mir das mit der Post schicken. Er hat das am Freitag aufgegeben und am Freitag nächste Woche ist das angekommen. Oh, okay. Das war inzwischen so hart, das hätte der Postmann als Rad für sein Fahrzeug verwenden können. Die können doch nicht eine Woche so ein Käserad irgendwo rumliegen lassen. Ja, stimmt, haben Sie recht. Weil ich hatte so, ich sag mal, sonst haben wir ja mit den ganzen Meerschweinchen hier ist es ja kein Problem. So ein 25 Kilogramm hole ich ja immer, so ein Käserad. Mhm. Das schaffen die ja in einer Woche. Aber das ist jetzt so hart gewesen, da hätten die sich in Häuschen reingraben können. Und das ist ja nicht das gut. Das glaube ich. Ja, Herr Vorderziege, aber bei uns ist halt die Post immer so ganz normal. Für die 6 spannenden Monate, Dezember bis Mai, habe ich dann auch 2 verschiedene Lospakete für Sie reserviert, in dem Sie sich eins aussuchen dürfen und Sie erhalten das dann in 14 Tagen schriftlich. Ich habe noch das nie was gewonnen. Dann wird's Zeit. Ich als Ihre persönliche Glücksfee werden Sie begeistert sein. Oh. Herr Vorderziege. Sind Sie eine Fee oder eine Hexe? Da muss ich jetzt ja mal ganz offen fragen. Hexe. Sie sind eine Hexe. Ich hoffe, eine gute. Eine gute auf jeden Fall, Herr Vorderziege. Ja, würden Sie später, also ich habe ja im Prinzip Probleme mit der Konkurrenz. Wenn Sie da im Prinzip, sag ich mal, so einen Fluch anbringen könnten, nein, da würde ich mich erkenntlich zeigen auch. Um Gottes Willen, sowas mache ich jetzt nicht. Herr Vorderziege, ja, Sie müssen doch Ihr Talent, da sag ich mal, der Allgemeinheit gewinnbringend einsetzen, oder nicht? Das kommt noch mit der Zeit, Herr Vorderziege. Ah, sind Sie noch in der Ausbildung? Nein, ich habe schon die Ausbildung hinter mir. Ach so. Na, ich,
Genau. Ich bin ja schon seit 7 Jahren hier, Herr Nee, Vorderziege. ich meine eine Hexe, also Ach so so, ja, das habe ich schon ausgeübt. das Zauberstudio. Das habe ich schon ausgeübt, Herr Vorderziege. Sind Wie Sie ein gesagt, Hufflepuff oder eher ein Ravenclaw? Herr Vorderziege, ich habe jetzt für Sie die 2 Lose reserviert. Sie dürfen Ja. eins aussuchen. Ne? Das sind zum einen die 3 Lose zusammen für 45 € im Monat. Da haben Sie die Gewinnchance von 90%. Oder die 4 Lose zusammen zu 60 € im Monat, die Gewinnchance über 95%. Ich würde Sie nur darum bitten, Herr Vorderziege, dass Sie meinen Namen einmal aufschreiben, bitte. Jetzt brauche ich Damit noch Sie wissen. mal ein Papier, weil ich muss so groß schreiben, damit ich das auch selber überhaupt noch Ah, lesen kann. okay. Ja, Ich hole ich gebe Ihnen. gerade mal noch mal meinen Briefblock zur Okay. Hand. Okay. Margret, vielleicht habe ich doch was gewonnen. Hast du meinen Briefblock gesehen? Rufst du mal beim Schuster an, die Lasche von meiner Sandale geht nicht mehr zu. Ich will da nachher noch vorbeikommen, das ist sehr nervig. Hallo? Ja, ich bin da, Herr Vorderziege. Ja, ich jetzt auch wieder. Okay, dann schreiben Sie mal auf, ich buchstabiere Ihnen. Also Ja. Y, Ja. dann U wie Ulrich, Ulrich. R wie Richard, Richard. T wie Theodor. Theodor. Also Jud ist mein Name, Herr Vorderziege, ja? Ja. Genau, die Lotterie beginnt im Dezember, die endet im Mai. Das sind nur 6 spannende Monate und dann ist Schluss. Sie werden sich dafür bei mir bedanken, dass es mit einem tollen Gewinn für Sie auch geklappt hat. Herr Vorderziege, wann sind Sie denn geboren? Auch wegen der Volljährigkeit das Geburtsdatum, bitte. So, habe ich jetzt akustisch gerade nicht ganz verstanden. Okay, ich schreie jetzt nochmal. Das Nee, wenn Sie Geburtsdatum. einfach mal ein bisschen langsamer sprechen würden, würde das Okay. sehr helfen, weil wir sind hier ja nicht beim Marathon, oder? Okay, nein. Herr Vorderziege, Ja, das das ist mein Name. Geburtsdatum von Ihnen. Von Irma? Nein, von Ihnen das Geburtsdatum wegen der Volljährigkeit. Ja, das bin ich schon ein bisschen länger. Mich hat schon länger keiner an der Kasse mehr nach dem Ausweis gefragt. Also Erster, der ist der 1. April 1949. das ist sehr volljährig. Schon ein bisschen länger, ja. Ja, Sie hört sich gut an. denn auch? Sie hören sich noch so jung an. Ja, ich bin 23, Herr Vorderziege. Na sehen Sie, das ist aber eine knappe Sache. So, Herr Vorderziege, dann bekommen Sie, wie gesagt, in 14 Tagen alles vorher schriftlich mit. Die Gewinne überweisen wir innerhalb der 3 Werktage steuerfrei auf dasselbe Konto. Ich muss nur zur Teilnahme prüfen, Herr Vorderziege, mit welcher Bank oder Sparkasse wir ab Dezember dann zusammenarbeiten. Das wäre welche bei Ihnen? Na, also mit welcher Bank Sie arbeiten, das müssen Sie mit Ihrer Buchhaltung klären. Das weiß Nein, ich ich ja meine nicht. Ihre, Herr Vorderziege. Ich muss ja wissen, bei welcher Bank Sie sind. Na, also ich bin jetzt gerade zu Hause. Nein, mit welcher Bank arbeiten Sie? Nee, da haben Sie was falsch verstanden. Ich bin Jäger im Ruhestand. Ich hab nichts mit der Bank zu tun. Herr Vorderziege, das habe ich verstanden. Was ich sagen möchte ist, Sie haben ja ein Konto, wo Sie Ihr Geld verfügen. Ja, natürlich, das hat ja Ja, jeder und im Prinzip. genau, richtig. Und von dieser Bank, die IBAN-Nummer, muss ich hier prüfen. Die ganz normale IBAN-Nummer brauche ich bitte. Ja, das ist hier beim Marktplatz, da habe ich jetzt aber nicht die Adresse zur Hand. Nein, ich meine nicht die Adresse. Ist das die Sparkasse, die Ja, Postbank? natürlich. Also Sparkasse Baden-Baden? Ja, klar doch, das ist ja, sag ich mal, Okay. eine Institution hier. Sind, okay. Sie sind aber Kontoinhaber selber wegen der Gewinnbenachrichtigung? Nee, das ist mein Frau. Ich darf sowas ja gar nicht mehr machen. Okay, aber Sie haben ja auch Anspruch drauf, ne? Haben was, bitte? Herr Vorderziege, die Bankleitzahl, ist das die 625-0030? Da fragen Sie mich jetzt ja Sachen. Ja, ich muss die IBAN-Nummer hier prüfen. Können Sie sich Ihre Bankkarte in die Hand nehmen, damit wir die IBAN prüfen können?
Meine Frau ist zum Schuster gegangen. Sonst okay, hätte ich wenn die Sie jetzt ein... fragen können. Aber Herr ich nehme sie, ich stecke sie mal eben in meine Hemdentasche und dann gehen wir mal Okay. gucken. Okay, oder wenn Sie einen Kontoauszug finden, da steht auch die IBAN drauf. Also die Auszüge, das weiß ich, die hat meine Frau im Tresor. Da komme ich so nicht dran. Okay, oder dann müssen Sie auf die Bankkarte schauen, Herr Vorderziege. Ja, ich überlege gerade, wo ich die denn haben könnte. Wir haben ja das letzte Mal, wir vermeiden ja momentan nach Möglichkeit unnötige Auswärtsangelegenheiten. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wir sind am 26. sind wir bei Edeka gewesen. Jetzt müsste ich mal überlegen, welche Jacke ich anhatte, weil da ist das dann wahrscheinlich drin. Ich glaube, das war die grüne. Ich gehe mal eben gucken. Okay, Herr Vorderziege. Oh, ist das alles anstrengend heute. Müssen Sie bei sich da eigentlich auch so mit Maske rumlaufen? Im Büro während ich telefoniere nicht, Herr Vorderziege, aber wenn ich aufstehe, mir einen Kaffee hole, dann muss ich auch tragen. Das ist ja schrecklich. Ja, das will man machen. Naja, hoffen, dass es besser wird. Ja, wir hoffen das alle. Aber so schrecklich dumm und ignorant, wie sich die Menschen verhalten, wird das, glaube ich, noch dauern. Es wird dauern, Herr Vorderziege, da sagen Sie was. Wir gehören alle erschossen. Ist doch wahr. Ja, haben Sie recht. Also ich habe zu meiner Frau schon gesagt, wenn hier einer vor der Tür kommt, der keine Maske auf hat. Also wir haben im Prinzip auf dem Dachboden auch, das ist halt sehr schwer an den Mann zu bekommen, wegen Artenschutzgesetzen, auch noch ein ausgestopftes Nashorn stehen. Dann habe ich gesagt, wir schubsen das runter auf den. Da ist das auch erledigt. Haben Sie da vielleicht Verwendung für, so als Firmenmaskottchen bei Ihnen? Nein, sowas brauchen wir nicht, Herr Vorsitzige. Ich habe da auch noch diverse andere Tiere, wenn Sie da Vorlieben haben. Nein, nee, um Gottes Willen, wir brauchen da sowas nicht, alles gut. Naja, vielleicht für Sie persönlich. Ich hätte da auch diverse Otter und einen Fuchs noch stehen. Nein, nein, alles gut, ich brauche das nicht, Herr Vorsitzige. Ich wollte Ihnen ja nur was Gutes tun. Ja, ich glaube Ihnen, das ist auch sehr nett von Ihnen. Jetzt muss ich zwischendurch bei weswegen hatten Sie nochmal angerufen? Die IBAN-Nummer wollten wir jetzt prüfen, Herr Vorderziege. Den was bitte? Sie wollten ja Ihre Bankkarte in die Hand nehmen. Ja, da war, ich hab das, ich hab da öfter mal so Aussetzer. Deswegen gut, hat mein Frau ja die ganzen Sachen, weil ich darf ja zum Beispiel auch, da wollten die neulich, da hat einer angerufen, die wollten uns da mal mit Strom was machen. Achso, ne, damit haben wir nichts zu tun. Und dann am Ende hat der halt mitbekommen, dass ich ja im Prinzip einen Betreuer habe und dann habe ich eine Stunde mit dem umsonst gesprochen. Alles gut, das ist kein Problem, Herr Vorderziege. Wie gesagt, das hat nichts mit uns zu tun. Nein, nein. Na, also, ist ja kein Problem. Wenn die vom Strom waren auch nicht so nett wie Sie, das muss man ja mal ganz deutlich sagen. Dankeschön, das ist sehr nett. Wie gesagt, Herr Vorderziege, wenn Sie Ihre Bankkarte jetzt haben, ich muss das jetzt prüfen, weil ich muss auch weiter jetzt. Ich habe ja noch andere Kunden. Wo sind die denn? In der Leitung. Ne, ja, weil Sie gesagt haben, dass Sie weiter müssen. Ne, ich meine, mit den Kunden muss ich weiterarbeiten jetzt. Nee, ich meinte, wo Sie denn sich physisch aufhalten, materiell. Im Büro. Im Büro. Ja, das habe ich mir gedacht, aber wo befindet sich das denn bei Ihnen? In München. In München? Ja. Oh, die alte Kampfstadt. Da haben wir gute Zeiten erlebt. Die Stadt der Bewegung. Oh, wo hat sie denn das nur alles hingelegt? Okay, Herr Vorderziege, nehmen Sie sich jetzt Ihre Bankkarte bitte? Ich bin also, ja Sie haben am gesagt, Gucken. Okay. Ich bin ja am Gucken. Und dann habe ich das einen Monat. Und dann kann man da Geld bekommen. Ja, von Dezember, also ein Monat ist der Rentenjoker kostenlos. Ja. Und von Dezember bis Mai die 6 Monate, wie gesagt, die 3 Lose zusammen zu 45 € im Monat haben Sie mit der Gewinnchance von 90%. Das schicke ich Ihnen ja auch zu, Herr Vorderziege. Das ist ja mathematisch dann quasi erwiesen, nicht wahr? Sie werden begeistert sein, ne? Also Sie werden sich dafür bei mir bedanken. Ha, Geister? Wie gesagt, nein, nicht Geister. Ich habe gesagt, Sie werden sich dafür bei mir bedanken.
Hab ich nicht Danke gesagt, das tut mir leid, das war nicht meine Nein, Absicht. um Ich Gottes wollte nicht Willen. unfreundlich erscheinen. Nein, alles gut. Haben Sie jetzt Ihre Bankkarte? Ich bin gerade dabei, ich habe hier die Akkuflex geholt, ich werde den Tresor aufmachen. Die kann das Okay. doch nicht immer einfach abschließen. Okay, machen Sie das. Ich warte. Oder ich frage mal, soll ich meinen Enkelsohn mal fragen? Erfordert nehmen Sie sich doch jetzt einfach die Bankkarte in die Hand, dann prüfen wir das Ich jetzt weiß ja gegenüber. nicht, wo meine Frau das hingetan hat. Ich Okay, klopfe mal kurz bei dem. Warten Sie soll ich mal. mal später nochmal anrufen, wenn Sie soweit Ich sind? brauche nur einen Moment. Okay. Ich hole hier an. Was denn los, Opa? Da ist eine Frau am Telefon und ich brauche jetzt im Prinzip meine Kontokarte. Aber die Margret, die ist zum Schuster gegangen wegen der Sandalen. Was ist mit den Sandalen? Nein, Quatsch. Was willst du haben? Ja, ich brauche meine Kontokarte für die IBAN-Nummer, weil ich habe Geld gewonnen. Was hast denn du gewonnen? Ja, das mit Lotto. Du spielst gar Denkt, er kein hat Geld Lotto, Opa. gewonnen. Ja, wo ist denn die Karte? Gib mir das mal. Hallo? Ja, bitte. Ja, wer ist denn da? Ja, ich bin von der Firma Bösche SKL. Sie wollen die Kontonummer von meinem Opa? Der Herr Vorderziege hat am Samstag angerufen, wegen dem Gewinnspiel. Da ist er nicht durchgekommen. Ich bin der Rückruf. Ich habe ihm die Kondition erklärt, worauf der Anspruch hat. Ich schicke ja auch die Unterlagen zu. Wenn der Teilnehmer gewinnen möchte, muss ich auch die IBAN genauso prüfen, wo der ab Dezember dabei sind. Was ist denn jetzt? Hat er was gewonnen oder soll er was bezahlen? Gewinnen Ja, das kann er dann, Telefon wenn. wieder. Opa, du wartest jetzt. Ich kläre das für dich. Setz dich mal hin und nimm dir eine heiße Schokolade. Entschuldigung, da bin ich wieder. Alles gut, ich habe eine Frage. Ich habe jetzt lange mit Herrn Vorderziege gesprochen, aber hat er einen Betreuer? Weil wenn er einen gesetzlichen Betreuer hat, dann kann er sowieso nicht teilnehmen. Ja, den hat er. Das bin ich im Okay. Prinzip. Okay, das wusste ich nicht, das habe ich ihn gefragt, aber ich habe es nicht genau verstanden, weil er viel erzählt hat. Dann nehme ich sie auch hier raus, ist auch gar kein Problem. Das ist wunderbar. Okay? Ja, so wollen wir das Dann machen. vermerke ich das hier. Ja, dann wünsche ich ihm noch was. Soll ich ihn den nochmal geben? Also ich weiß nicht, dass er jetzt sauer ist, weil er nicht dran teilnehmen kann, ne? Hallo? Ja, Herr Vorderzieger. Was denn passiert? Ich habe ich Also was Herr Vorderzieger. falsch gemacht? Nein, Sie haben nichts Falsches gemacht, aber Ihr Sohn wäre ja Ihr gesetzlicher Betreuer, dann können Sie ja nicht Ja. teilnehmen, Herr. Aber verstehe nicht, warum die mir alles wegnehmen müssen. Herr Vorderzieger, ich sage ja, wenn der Ihr gesetzlicher Betreuer ist, dann kann ich Sie hier leider nicht teilnehmen lassen, dann muss ich das so vermerken, ja? Aber das können Sie doch nicht einfach mit mir machen. Ich habe doch jetzt Das schon, meine ich doch nicht ich habe böse. doch den Pinguin jetzt schon eingepackt für Sie. Ich brauche ja Alles im Prinzip nur noch die Adresse und Ihre IBAN-Nummer. Herr Vorderzieger, ich sag ja, ich muss das dann leider so vermerken, weil dann können Sie nicht leider teilnehmen. So Das leid mir das tut. heißt, Sie möchten dann quasi vom Vertrag zurücktreten. Das ist eh kein Vertrag gewesen. Sie spielen ohne Vertrag, ohne Unterschrift. Weil wenn, Nee, es geht das war jetzt ja. ja, es geht ja primär jetzt um den Königspinguin, dass wir Nein, die um Gottes Bestellung Willen. halt auch ausführen können. Also Herr Vorderzieger, Ihr Sohn hat gesagt, dass Sie einen gesetzlichen Betreuer haben, dann können Sie nicht teilnehmen. Ich muss das dann jetzt so vermerken, bitte. Ja, Ja? aber nicht wieder in die Forensik schicken, in Ordnung? Okay, alles gut. Ich vermerke das so. Ich wünsche Ihnen aber trotzdem alles Gute und bleiben Sie gesund, ja? Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Alles Liebe und einen schönen Tag für Sie, Herr Auf Vorderzieger. Wiederhören. Tschüss. Kannst du für die junge Frau den Pinguin einpacken? Jetzt hat sie endlich aufgelegt. Blöd, habt ihr das gehört, was die für einen Mist erzählen? Ja, der Opa hat am Samstag hier angerufen. Ich bin der Rückruf. Gelatte Lüge. Was ich bei denen ja auch immer toll finde, dass die hier ist immer eine ganz spezielle Sonderverlosung, wo es irgendwie 1,5, diesmal waren es glaube ich 1,2 Milliarden gibt. Weiß nicht, wo die diese lustigen Zahlen immer hernehmen. Das ist wie bei Hitler damals. Ultimativ Superwaffe. Immer diese gnadenlosen, lächerlichen Übertreibungen. Aha, und das mit dem Betreuer habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich hätte jetzt mit diesem alten Mann hier Vertrag gemacht. Fernvertrag, halt Telefon. Und da hast du ja gesetzlich 14 Tage Widerrufsrecht bei allen Geschichten, die du per E-Mail, Internet, Telefon, Fax, Katalog oder so machst. Und da werde ich stutzig, wenn die dann sagen, in 14 Tagen kommen die Unterlagen. Die machen heute Fernvertrag mit dir und in 14 Tagen, also wenn Widerrufsrecht vorbei ist, dann
kriegst du die Unterlagen, anhand dessen du es widerrufen könntest. Bar ist das eklig.